willkommen zu einer weiteren Folge Outdoor-Hähner. Ich entspreche einem in den Kommentaren geäußerten Wunsch. Ich frage einen Experten zu seiner Meinung dazu, was man gegen das Coronavirus tun kann. Und natürlich habe ich mir da den besten und einzigen Prepper, den ich kenne, herausgesucht. Prepping Peter. Nun, Peter, die erste Frage, die sich natürlich aufdrängt, ist: Ist der Weltuntergang jetzt da? Wie immer ist davon auszugehen, dass der Weltuntergang natürlich unmittelbar bevorsteht. Wie dann auch in der Vergangenheit schon öfter so war, ist es jetzt natürlich diesmal mit absoluter Sicherheit soweit. Ach so. Der Coronavirus hat ja schon Milliarden und Abermilliarden Opfer gefordert. Ne? Ja, und alles unter dem Teppich gehalten. Ja, dann ist natürlich. Man weiß doch gar nicht, wo sind all die Leute hin? Ne? Weißt du, wie lange ich schon ein paar Leute Wochen und Monate lang nicht mehr gesehen habe? Ja, ja. Und dann nur noch elektronisch kommunizieren, ja, da kann sonst wer am anderen Ende des Bildschirms. Bots. Alles klar, dann ist man das auch schon mal. Und ist es so, wie du es vorgestellt hast? Ich meine, das ist ja der Moment, auf den du dich vorbereitet hast, dein Leben lang. Ja. Ja? Ja. Naja. Und das hat sich jetzt voll gelohnt. Ja, absolut. Ne? Ich habe. Die Erfüllung eines Lebens war. Ja. Tja. Ich will ehrlich sein, ja, wir haben ja immer gelacht über Prepper, ne? Also wir haben ja alle gesagt, guck dir die an, ha. Aber jetzt zeigt sich, wer nicht gepreppt hat, der steht jetzt dumm da. Ja. Nicht wahr, ne? Hab ich mir noch. Klar, ich meine, wenn man weiß, dass das passiert, dann kann man auch ein bisschen schlampig sein. Ich habe mir auch erst eine Woche vorher, als hier der LKW kam, ne, mit den ganzen Handschuhen und Mundschützer, ne? Da hab ich jetzt schon, ich hab da so viele von unten im Keller, ne? Die vermodern schon alle, ne? Hab ich gesehen, kann man gar nicht mehr benutzen. Paar verkaufe ich so, ne? Ja, die kaufen auch wenn die noch. Wenn die schon vermodert sind, dann kaufen die noch. In China sind die ja noch gut. Ne? Da alle ja immer über Prepper gelacht haben, frage ich mich, lachen die Prepper jetzt über uns, die wir nicht gepreppt haben? Ja, also das liegt natürlich in unserer Natur, ganz ekelhaft schadenfreudige Leute zu sein, die dann da stehen und sagen, ja, das hab ich hab schon immer gewusst, ihr Trottel, jetzt sitze ich hier in meinem Bunker mit meinen Konserven, meinen Handschuhen, meinen Mundschützern und ihr müsst alle verrecken. Ja, und trotz dieser beißenden Häme und der offensichtlichen Freude über das Leid dieser ganzen Menschen, was würdest du denen empfehlen, wenn die jetzt noch in der letzten Minute zum Prepper mutieren wollen? Die einzige Möglichkeit, die ihr jetzt noch habt, ist, zu den Bunkertüren der Prepper zu laufen, um Gnade zu winseln, auf die Knie zu fallen, ne, zu sagen, bitte, wir haben uns geirrt, ja, wir haben es nicht kommen sehen, wir waren dumm, wir waren Schlafschafe. Bitte, lasst uns doch herein und gebt uns ein paar Mundschützer. Aber es wird vergeben sein. Ja, natürlich. Ihr lasst keinen rein. Gut. Und so was die WHO sagt, so Hände waschen oder was da. Ja, nee, alles das scheiße. Dafür wäschst du dir die Hände waschen gegen den Virus. Der befällt ja auch gar nicht die Hände. Nee, totaler Blödsinn. Hat schon einer, ist an Coronavirus an den Händen gestorben. Nee, so hab ich auch nicht gehört. Ist doch hier irgendwas. Die Lunge, ne? Die kannst du ja nicht waschen. Arzt, ne? Das Organ, mit dem man in Luft macht. Persil da. Geht ja gar nicht. Also kann man auch vergessen. Aber wie wollen die Prepper denn den Schutz von, sagen wir mal, Prominenten sicherstellen? Weil wenn die Welt ja dann wieder losgeht, dann braucht man ja auch, sagen wir mal, YouTuber. Ja, wie überall werden da Listen angefertigt von besonders schützenswerten Prominenten, nicht wahr? Die Prepper-begnadeten Listen. Ja, genau. Es ist auch ein Wunder, dass der Verfassungsschutz sich irgendwie nicht dafür interessiert, wen die Prepper begnadigen von den YouTube-Stars. Nee, immer nur die Todesliste. Andere Sachen scheinen da irgendwie viel wichtiger zu sein. Auf der Todesliste steht ja jetzt eigentlich jeder, der nicht auf der begnadeten Liste draufsteht. Ja, jetzt sowieso. Mit dem Virus hier, der kennt keine Partei, der kennt nur noch dort Menschen. Ne? Opfer. Ja, genau. Ja, da kann ich ja froh sein, dass ich dir immer die Treue gehalten habe. Ne? Ja. Du hast ja auch Kaffees von mir neulich abgezogen. Ja. Und da würde ich sagen, das Karma muss schon stimmen im Bunker. Ne? Ja. Gut, dass wir uns da einig sind. Aber das steht auf der Liste, steht trotzdem. Die müssten auch wie alle anderen trotzdem winseln und knien. Aber der Akku wird langsam schwach, das verschieben wir dann auch später. Ach so. Ja, und verbleiben. Vielleicht noch mit einer Prognose oder irgendwas, womit man so ein Video klassischerweise
beendet. Man muss sich ja vorstellen, die Leute sitzen da jetzt an ihrem Computerbildschirm. Einige sind gepreppt, ne? Diese leben jetzt die goldenen Die wenigen. Die wenigen. Erleuchtet. Die sitzen da mit ihrer Dose Ravioli. Ja. Und die Welt könnte nicht schöner sein. Ich habe meinen Linseneintopf. Und die anderen krepieren draußen in der Straße. Ja. Dann die gucken auf ihrem Smartphone eine letzte Folge Outdoor-Hilder vielleicht. Und was möchtest du diesen Leuten mitgeben, außer Lädel, Lädel, Lädel? Und ich hab's euch ja gesagt. Ihr habt mein vollstes Mitgefühl, aber jetzt müsst ihr halt in der Gosse am Coronavirus verrecken, ne? Tja, wer zu Zeiten nicht preppt, der bald schon verreppt. Ja. Oder anders formuliert, Prepper-Regel Nummer 1, bitte mit rein. Da reimt sich doch bei dir auch nie die Scheiße. Das reimt sich ziemlich oft. Ja, Prepper-Regel Nummer 1, hab deinen Bunker für Tag X parat, ne? Sonst stehst du dumm da. Ups. Moment, ich glaube, ich muss ja da ein bisschen unter die Arme greifen. Prepper-Regel Nummer 1. Dir fällt selber nichts ein. Doch. Nee, ist scheiße. Prepper-Regel Nummer 1. Ja, das hört sich so schön an, aber... Ohne Bunker in der Not bist du... Kot. Tot, aber Moment, da fehlt noch was, weißt du, wegen dem Versmaß. Ohne Bunker in der Not ist der Ungepreppte tot. Ohne Brot. Ohne Brot, von mir aus auch. Ohne Brot, ohne Dosenbrot. Ich nehme an, das war's. Vielleicht war das die letzte Folge. Ach, Outdoor-Ena, wer weiß, wie gut ist denn die Internetverbindung in den Bunker? Ja, 27.000 K-Leitung, ne? Das ist alles Glasfaser, so dick. Ach so, auch da gepreppt. Und dann geht's weiter. Klar, nur so richtig Outdoor dann in nächster Zeit. Erstmal nicht mehr. Obwohl natürlich auch die Outdoor-Survivalisten jetzt schön in den Wald gehen können, ist halt leider Winter. Ne? Das ist der Nachteil, wenn man Outdoor-Survivalist ist. Ne? Dann, wenn so eine Pandemie kommt, dann besser im Sommer. Ja. Würde ich sagen. Weil im Winter ist ja auch nichts da draußen in der Kälte. Das muss ich sagen. Kalt wie Sau, ne? Ja, ich würde sagen, ich hoffe, ihr deabonniert nicht, bevor ihr, weil, also ich meine, das Abo lebt ja weiter quasi. Das ist ja das Mindeste, würde ich sagen, was man so machen kann noch für mich als Zuschauer. Ansonsten kommt gut durch die Krise. Also, ist ja eigentlich auch blöd, wenn die sowieso schon alle verloren sind. Ja gut, dann ganz klassisch, überlebt oder...